Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Space Engineers und ich habe ein klein bisschen vorgebaut. Und zwar wollte ich euch ganz kurz mal zeigen, dass hier mit der Rahmen oben für die Kommandozentrale. Ich habe auch schon hier ein bisschen, ne, die Wand gesetzt, um unsere Fabrik ein bisschen einzudämmen. Und ich habe hier noch, also hier kommt ein Tor hin. Wie, wo, was, weiß ich noch nicht so genau. Das bin ich noch am Planen. Und dann habe ich hier. Nee. Irgendwie springt er immer noch von diesen magnetischen Schuhen ab. So, ich habe hier unten. Also ich habe nochmal alles, das Gelbe nochmal weggemacht. Das Gelbe sah nicht hübsch aus. Und wir machen jetzt mal hier. Okay. Jetzt passt das da wieder nicht. Na super. Egal. Gut, ja, das Gelbe hier nochmal weggemacht. Ich habe auch schon die Schrägen hier alle gesetzt, dass die Quartiere hier alle schon abgegrenzt sind. Und dann habe ich hier ein bisschen mit den Treppen zu kämpfen gehabt, wie wir das am günstigsten hier machen. Und das war jetzt die Alternative, dass wir jetzt quasi zwei Aufgänge haben von jeder Seite. Also kann hier Kollege Schnürschuh, kann theoretisch hier gleich raus und hier hoch und hier, er hier auch, kann gleich raus und hier hoch. Und das müssen wir dann für die anderen Seiten auch noch machen. Ja. Und hier oben ist denn, Nase juckt, die Vergnügungszone. Ich glaube, jetzt habe ich hier eine Mücke drin. Scheiße. Das juckt. Die Mücken, ja. Wenn die Mücken nicht wären, dann wäre Thailand einfach mal super wunderschön. Also Thailand ist super wunderschön. Nicht, dass mich falsch versteht. So. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal hier oben weiter, dass wir hier die Zentrale mal endlich in Gange bekommen. Ja, die Leiche, wie ihr hört, ist heute auch noch nicht dabei. Ich hoffe, dass sie vielleicht morgen oder übermorgen wieder zu uns stößt. Müssen wir mal schauen. So wie er Zeit hat, kommt er natürlich. So, das geht ja hier ganz schnell gesetzt. Die war natürlich wieder falsch. So, dann hier noch dazu. Na, hallo? Ja, zudem ein Mod ist nicht mehr drauf. Ich kann nicht mehr sagen, welcher. Weil die Information hat mir nur gesagt, den Block da nicht setzen. Die Information hat mir nur gesagt, dass ein Block nicht mehr funktioniert. Ich habe nur die Nummer gehabt und konnte da jetzt auch nicht nachgucken. So, jetzt sind wir hier auch gleich durch. Dann haben wir das hier auch fertig. Ansonsten, wie war denn euer Weihnachtsfest? Wurdet ihr reichlich beschert? Habt ihr ein schönes Weihnachtsfest verbracht? Ich war ja die letzten zwei Tage relativ beschäftigt.
Gastronomie, Hotellerie ist immer arbeiten. 24., 25., 26. Zudem ist jetzt auch noch die höchste Saison im Hotel. Zimmerpreise super hoch. Also sind mittlerweile ja, vierstellig. So, jetzt hier noch die paar Blöcke gesetzt. Ich weiß gar nicht, seid ihr da auch so ein bisschen, wenn ich hier die Blöcke so schnell setze und so fliege, dreht sich da bei euch alles? Soll ich lieber die Blöcke langsamer setzen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Unterhaltet euch ruhig mit mir, ich beiße nicht. Also nur, wenn ihr wollt. Ansonsten, ja, das alte Jahr neigt sich ja fast dem Ende. Ich hoffe, dass wir, ja, soweit eine angenehme Zeit zusammen hatten. Also, mir macht das auf jeden Fall Space Engineers auch super viel Spaß. Und ich habe gesagt, ich möchte noch ein paar andere Spiele machen. Ich habe es einfach momentan zeitlich noch nicht geschafft. Aber eventuell morgen schaffe ich noch eins aufzunehmen. Vielleicht ein paar Folgen, dass ich die dann auch rauslassen kann. Aber ich werde das wahrscheinlich dann bei, also bei Space Engineers ist es jetzt so, ich nehme täglich eine Folge auf, damit ich auch mit euch immer in Kontakt bleiben kann, wenn ihr irgendwas gerne geändert haben wollt, umgebaut haben wollt. So wie jetzt auch die Leiche geschrieben, also er hat die Folge geguckt, er hat nämlich mitgespielt. Er hat gemeint, die Fenster, die wir drüben angesetzt haben mit den Shuttern, sollten wir doch lieber die grobe Seite nach außen machen, damit, ja, damit außen das nicht so glatt ist. Und lieber innen glatt. Und das müsste man dann auch noch umbauen. So, wie viel fehlen denn hier noch? Ach, da noch. Ansonsten, ja, das alte Jahr neigt sich dem Ende. Was habt ihr denn für Vorsätze fürs neue Jahr? Also mein Vorsatz ist, aktiver noch mehr mit meinem YouTube-Channel zu sein und halt noch mehr Let's Plays rauszuhauen. Wie gesagt, halt die Schwierigkeit, dass beim Spielen oder diese täglichen, also wenn ich täglich jedes Spiel aufnehme, das ist einfach nicht möglich. Ich muss, wenn ich jetzt noch weitere Projekte machen möchte, einfach ja, muss ich vorarbeiten. Also muss ja mal 2 Stunden lang ein Spiel aufnehmen und das dann raushauen. So, die hier nehmen wir mal weg. Wo wir die hätten auch lassen können. Naja, vielleicht machen wir die auch noch mal hin. So, jetzt sind die da weg, jetzt sind die da weg. Und ja, hier wollte ich eventuell einen Torweg machen, dass man... Bin ich mir aber noch nicht sicher. Noch nicht ganz sicher. Gut, ja, jetzt muss natürlich auch noch hier zugemacht werden. Das ist, so, hallo? Bei 42 FPS und der hakt sich hier eins hin. Rübergeflogen. Ne? Zudem, wie gesagt, hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mit der Leiche noch ein Minecraft-Projekt starten werde. Das wollen wir auch 2017 dann finally, also letztendlich raushauen. Muss das doch hier bald mal fertig sein. Ja, Sonne, Schatten,
zieht immer an der Performance. Na? Dann haben wir die Seite auch gleich zu. Das passt ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr Schiffe habt, die ihr sagt, Mensch Olli, ich habe da so einen super Gleiter, kannst du den nicht mit in dein Let's Play einbauen? Gerne, 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 gerne. Einfach her damit. So, jetzt hier noch zu. Oh, da war ich ein bisschen zu kurz. Und falls ihr wisst, warum hier keine Gegner kommen, also in den Welteinstellungen habe ich alles nachgeschaut, ist Gegner auf True, also auf wahr, also auf an. Aber irgendwie wollen hier keine Gegner auftauchen mehr. So, da noch rein. 1, 2, 3. Mit diesem stupiden Blocksetzen, da kriegt man hier echt Streuseln vor den Augen. Also es wird natürlich nicht so wie ein Block bleiben hier, so wie es jetzt momentan gerade ausschaut. Das ist nur der innere Kern. Dafür habe ich jetzt hier auch schon so eine Außenbarrikade noch gezogen. Ich muss mal schauen. Ich habe ja hier drin jetzt auch diesen die Wand hier gezogen. Das Ding kann hier mal weg. Ich arbeite einfach an viel zu vielen Seiten. Ich müsste mal eins fertig machen. Ich kann mir nur erklären, dass es manchmal so hakt durch eventuell die Sonneneinstrahlung, dass er denn der Schatten, dass er den Schatten berechnen muss. Und dann hängt das Spiel kurz nach. Was super anstrengend ist. Aus hier mittendrin wieder nur Fusch am Bau. Du jetzt wir mal frei.
Okay, jetzt muss ich ganz kurz hier mal gucken. So, da frei. Aber die Naniten arbeiten zumindest hier auf Hochtouren. So, jetzt ist noch das Stückchen hier zuzumachen. Und jetzt ist schon mal die Seite hier dicht. Und hier soll dann nämlich, was hier oben dran ist, rauskommen. So, theoretisch kann der jetzt hier mal weg. Und dann kann der hier hochgezogen werden. Okay, sind wir auch schon oben. Dann machen wir die Seite noch zu. Ja, ist halt stupides Block setzen und hoffen, dass nachher was Schönes bei rauskommt. Aber ich fand unsere Basis auf der Erde, da ist ja auch nach zum Schluss nachher doch was halbwegs Angenehmes rausgekommen. Okay, wenn das jetzt hier anfängt mal weiter zu spielen, dass wir hier, okay, so, jetzt hier noch zu und dann noch hier drüben. Ich versuche es auch relativ schnell zu machen, damit wir hier nicht so ewig dran lange rumsitzen. So. Chiki Bombiki. Und jetzt noch die Seite hier schnell zugemacht und dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Dann rendere ich die Folge noch ganz schnell und schmeiß sie dann raus. Na. Und die Energie ist auch schon wieder low. Ja, das mit den Fenstern, das machen wir denn morgen. So, jetzt haben wir hier die Seiten alle zu. Also so gut wie zu. Ist jetzt natürlich momentan noch ein Klotz. Das wird noch anders. Das wird noch anders. Muss nur schauen, wie ich es am günstigsten nachher umforme. Zudem müssen wir hier das Ding auch nochmal alles versetzen. Ja, und hier mit dem Teil bin ich noch nicht so zufrieden. Da kommen wir so weit nach unten. Also wenn ihr da noch so eine Idee habt, wo ich den, die Düsen, wie ich die noch vernünftig verbauen kann, gerne schreibt es mir in die Kommentare. Wie habt ihr eure Station abgesichert, wenn ihr eine Station habt? Ja, das war's von mir heute. Hier wieder aus Phuket, Thailand. Ich mache mich jetzt auf in meine Kryokammer hier. Bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass ich meinen Namen ein klein wenig abgewandelt habe. Ich hoffe, es ist ganz witzig. Ihr findet es ganz witzig, ich finde es ganz witzig. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss
und ciao.